Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier ein Mod vorstellen. Ja, handelt sich um die Harley Davidson Road King Classic. Ja, die findet ihr in der Kategorie PKW. Ja, ich habe schon mal hier von so einem Modpack mal hier ein Video gemacht. Jetzt habe ich den Original-Link bekommen hier von den Modder. Ja, und da habe ich mir gedacht, ja, machen wir mal hier nochmal ein Video zu dieser Harley Davidson Road King. Ja, was kostet uns das gute Stück? 8000 Euro und 408 Leasing. Ja, 227 Kammer soll das schnell sein. Und wir haben hier einen 18 Liter Tank. Ja, und wir haben hier 350 PS, entsprechen hier 257 kW und 5 Euro Unterhalt. Wir können hier noch also ein bisschen was dran schrauben. Jetzt haben wir hier statt 750 Kubik haben wir 1100 Kubik, da haben wir 550 PS, entsprechen hier 405 kW, 10 Euro Unterhalt am Tag. Oder hier 1800 Kubik, ja, da haben wir 700 PS, entsprechen hier 515. Ja, ist ein bisschen übertrieben. Ja, hier handelt es sich auch um ein Spiel. Ja, 15 Euro Unterhalt habe ich auch noch vergessen zu sagen. Ja, Designfarbe können wir uns anpassen. Hier die Sitzfläche und die Satteltaschen oder hier jetzt die Hauptfarbe. Da können wir uns ein bisschen hier designen, wie wir möchten. Ja, ich würde mal sagen, so sieht es ganz gut so in der Richtung her aus. Ja, wir machen noch ein bisschen was mit der Farbe hier so her. Zum Beispiel so sieht es auch sehr nett aus, muss ich dazu sagen. Ja, Reifen, ja, sehen wir hier, haben wir Slicks drauf. Vorne und hinten. Ja, ich habe den schon mal gekauft. Ich denke mal, wir schauen uns das gute Stück mal an. Habe ich mal gedacht, mal hier so in der Farbe natürlich mal wählen. 1800 Kubik Maschine haben wir genommen, also 700 PS. Klingt ja nicht schlecht. Wow. Hupe haben wir auch. Die Hände sind nicht so ganz hundertprozentig hier, wie wir sehen. Am Griff mit der linken Hand, die rechte Hand schon besser. So, Spuren, wie wir sehen, hier machen wir also PKW-Reifenspuren. Ja, 300 km/h soll mal schnell sein. Ja, irgendwie mit dem Sound. Ja, hat das ein bisschen, aber 300 km/h sind falsch eingetragen. Wir machen nur 43. Der läuft immer noch hier auf Standgas. Wie wir hier so sehen. Ich denke mal, hier an der Stelle machen wir einfach jetzt hier mal unser Licht. Das natürlich. So. Das normale Licht. Hm. Also einmal F geschalten. Es geht vorne nichts. Hinten schon. Zweite Mal F. Ja. Da wird die Nacht zum Tag. Und dritte Mal hier auch. Also. Blinker. Ja, wie wir sehen, macht er hier hinten vorne her. Mal blinken wir mal links. Ja, Warnblinkanlage rechts ist gar nichts. So, jetzt habe ich wieder Warnblinkanlage schalten. Also jetzt haben wir hier, also rechts. Vorne her geht nichts. Und so sehen wir jetzt hier. So, jetzt geht wieder Warnblinkanlage. Es ist hier die Zuweisung hier ein bisschen falsch gelaufen, würde ich mal sagen. Jetzt Armatur, ja. Die Kamera ist verdreht sich gerade. Ha. Okay, das ist auch mal so ein Fehler. Ja, da kann man so gesehen, also, ja, mit der Kameraansicht, da kann man was machen in, also, Scheinselle da, die kann man uns dann richten, wenn wir möchten, also, die Kamera wählen, die richtige Position drehen, dann geht das, also, und natürlich die Kamera ist ein bisschen höher, wie wir hier sehen. Weil wir sehen hier die Schildkappe. Tacho. Ups. So. Funktioniert nicht. Spiegellein. Ja, hier funktioniert, wie wir sehen. So. Ich würde mal sagen, wir geben mal so ein Gummi. Und dann schauen wir uns natürlich auch gleich mal die Lok an. Gut. Da sehen wir hier Zombies laufen. Ah ja. Heute ist ja Halloween. Ich wünsche allen hier ein schönes Happy Halloween natürlich. Ja, vielleicht deswegen ist die Hand so. Die alle sagen, Hirn, Hirn. Ja, kennt ihr doch die Zombie-Filme. Ja, also, jetzt Klammer, Lok natürlich. Wir schauen uns jetzt natürlich die Lok an. Also sehen wir hier, ja, wir sehen jetzt hier die Lok so her fehlerfrei.
sehe jetzt hier kein, also Warning Aero nichts drin. Ich hoffe, euch hat natürlich hier das Video gefallen. Schaut es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz.